Jede Sekunde zählt. Aber nicht jeder Patient hat das Glück, in unmittelbarer Nähe einer herzchirurgischen Klinik zu leben und im Ernstfall von einem Notarzt sofort in das entsprechende Zentrum gebracht zu werden. Aus diesem Grund ist am Klinikum Augsburg seit mehr als 10 Jahren ein Herzmobil im Einsatz, das erste seiner Art in ganz Deutschland. Also das Herzmobil erlaubt uns die Behandlung kritisch Herzkranker in externen Krankenhäusern. Der Erfolg der Behandlung kritisch Herzkranker ist ja heute gekoppelt an den Faktor Zeit. Und was wir mit diesem Herzmobil können, ist, dass wir einen Patienten, bei dem der Kreislauf zusammengebrochen ist, weil die Herzfunktion nicht mehr ausreichend ist, dem können wir erstmal durch die Implantation einer sogenannten ECMO, das ist eine extrakorporale Membranoxygenation, wieder Kreislauf herstellen. Eine mobile Herz-Lungen-Maschine gehört zur Ausstattung des Herzmobils und verschafft den behandelnden Ärzten vor allem eines: Zeit. Die Bedienung erfolgt durch ein speziell ausgebildetes Team, bestehend aus einem Kardiotechniker und einem Herzchirurgen. Wichtig ist es bei diesen Sachen, Sie sehen das ja, es kommt ja auch eine Menge Gewicht zusammen. Es muss minimiert sein, klein, nicht zu schwer darf es sein. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir für jede Individualität auch gerüstet sind. Das Herzmobil ist mit hochspeziell kardiochirurgischen Apparaten ausgestattet, die vor Ort zum Patienten transportiert werden und mit denen alle lebenserhaltenden Maßnahmen durchgeführt werden können. Und zwar dort, wo sich der Patient gerade befindet. Weil oft ist es so, dass der Patient gar nicht zu uns ans Zentrum transportiert werden muss. Sie können bei einem kritisch Kranken, der zum Beispiel den Verschluss eines wichtigen Herzkranzgefäßes hat und damit einen großen Herzinfarkt, den können Sie zunächst mit dieser extrakorporalen Membranoxygenation stabilisieren. Dann kommt der Kardiologe vor Ort, der macht das verschlossene Gefäß per Intervention auf. Der Patient hat wieder ein gut durchblutetes Herz, das erholt sich. Wir bauen die ECMO wieder aus und fahren davon. Der Einsatzradius des Herzmobils ist groß. Kliniken im Umkreis von rund 100 Kilometern können auf diese Weise erreicht werden. Bis zu 15 Mal im Jahr wird das Herzmobil gerufen. Eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass damit jedes Mal ein Menschenleben gerettet werden kann. Na, im Prinzip sind es alle Großkliniken hier im Umkreis. Also wenn wir jetzt so nach Nordosten sehen, es ist Ingolstadt, im Süden ist es Kaufbeuren, Wertingen, wir waren auch schon in Heidenheim. Es müssen natürlich schon entsprechend ausgestattete Kliniken auch sein, wo der Patient später vielleicht auch auf der Intensivstation liegen kann. Die Herzchirurgen am Klinikum Augsburg arbeiten bereits auf universitärem Niveau. Hier werden hochriskante Eingriffe wie das Implantieren von Kunstherzen durchgeführt. Ihren Erfahrungsschatz wollen die routinierten Herzchirurgen in Zukunft auch an Studenten und junge Ärzte weitergeben. Es ist nun mal leider so, dass die Herzchirurgie und auch die interventionelle Kardiologie schon oft so an dem eine Gratwanderung macht zwischen Leben und Tod. Und dass natürlich nicht jede Intervention oder jede Operation Erfolg hat. Und natürlich sind in diesen Fächern die Reanimationsfälle sicherlich konzentriert, das muss man sagen. Wenn es ums Herz geht, zählt jede Sekunde. In solchen Notfällen kann auch das Rote Herzmobil helfen, um Patienten schnell und bestmöglich zu versorgen.